suche nach weißen Tassen. Da möchte ich mit Fimo was drauf machen. Allerdings kann ich mich nicht entscheiden. Rund? Oder doch lieber so ein bisschen eckig fürs Fimo? Ich glaube, da ist doch das hier praktisch. Ernsthaft? Adventskalender? Ernsthaft? Für den Schockstarre. Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's um Action. Heute gibt es ein Action Live Haul. Gerne beim nächsten Mal wieder ein Haul dann zu Hause. Ich habe noch nicht in den Wochenangeboten geschaut. Heute lassen wir uns vor Ort überraschen. Der Carlitos könnte jeden Moment kommen. Und ich bin eigentlich soweit fertig. Ich bin noch gerade hier Spülmaschine am machen, aber hätte ich auch später machen können. Ich fange jetzt einfach mal an und sobald er da ist, fahren wir los. Wir fahren alle bis auf Melina, die ist heute wieder bei einer Freundin. Also ständig ist sie bei einer Freundin oder eine Freundin ist bei uns. Die verabredet sich ständig, aber es ist ja schön, ne? Es ist ja schön für die Kinder. Genau. Einiges wollte ich einkaufen und hoffentlich vergesse ich hier nicht. Jetzt fällt hier Wasser raus. Hier diese Bürste, Babybürste, in unsere sieht nicht mehr gut aus. Und ich habe auch keine mehr. Am besten nehme ich da auch gleich mehrere mit. Dann wollte ich neues Putzmittel testen und... Oh, der Papa ist da! Kinder! Wo ist denn die Luisa? Draußen? Schuhe anziehen? Ist sie draußen? Okay, dann hat sie ja Schuhe an. Ich habe einen Top an und eine lange Hose. Ich glaube, ich gehe aber auch so. Mir ist so warm schon die ganze Zeit. Dario liegt im Bettchen, ist hellwach. Ich aber mache gerade hier eine Milch, also ist fast fertig. Und die nehme ich dann mit. Genau, packe noch eben meine Sachen ein, nehme Tüten mit. So, Kinder sitzen schon im Auto. Bis auf Dario, der kommt jetzt. Und Schnellhefter müssen wir noch besorgen. Genau, haben sie aber eigentlich nicht. Da fahren wir wahrscheinlich zum Müller. Luisa wollte sich reinsetzen. Wie süß! Und Dario ist auch drinnen. Ja, wir nehmen noch was mit. Das passt ja nicht alles rein. Ja, irgendwie schon, ne? Wir nehmen noch hier so einen Wagen mit. Schaut mal, jede Menge Haribo. So viel Haribo habe ich hier auch noch nicht gesehen. Ach, guck mal hier für Halloween. Carlitos. Für Halloween. Aber jetzt schon mitnehmen? Nachher gibt es die nicht. Och, keine Ahnung. Hier die Augen, weißt du? Bis nächstes Jahr. Die hier? Oder andere Farbe? Ich sehe nicht die Farben der Augen. Das Blau. Ja. Hier sind zum Beispiel grün. Grün. Sollen wir die nehmen? Alle grün? Nein. Nee? Nein, nein. Mix willst du? Ja. Die ist bestimmt gelb. Grün und grün. Nehmen wir die mit. Und die? Die hier auch? Ja, nun möchtest du die auch nehmen? Ach, Schatz, nimm mal bitte den Chip. Und sogar zwei mit. Zum Verschenken. Und hier sind ja nur vier. Vier reichen ja nicht. Zwei davon, zwei davon. Hier geht's weiter mit Süßkram. Das ist zum Verschenken. Nehmen wir mit. Was ist das denn? Nehmen wir mit zum Verschenken. Was haben wir hier? Was ist das? Red Bull haben sie auch. Was denn? Jetzt ein Lolli. Dann gehen wir mal die Wochenangebote durch. Das ist ja süß. Den finde ich süß mit dem. Na? Guck mal, Giano. Süß, ne? Guck mal. Ach, Kerzen. Nee, das ist für
zum Verschenken. Was sie noch hier haben, das ist alles so Papierschneidemaschine. Boah, das ist aber tolles Papier. Das können wir mitnehmen. Guck mal, was ein tolles Papier. Für 1,52. Ja, zum Papierschneiden und sowas. Oh, nehmen wir mit. Sehr, sehr schön. Ach, guck mal hier. Das ist auch im Angebot. Nehmen wir auch mit, oder? Guck mal, Giano. Für 1,99. Nee, das finde ich nicht cool. Hier nehmen wir gleich zwei mit. Und was haben wir hier? Stifte. Ach, die hatten wir schon mal, ne? Oder haben wir? Die haben wir. So, wir müssen nämlich unser Bastelwagen wieder befüllen. Guck mal, Acrylfarben, Giano. Nur weißes Papier. Und hier. Weiß. Braun und weiß. Oh, die sind auch schön. Das sind Stickers. Kinder lieben Stickers. Was sind die? 1,57. Sollten wir auch mal ein paar mitnehmen. Wo ist denn der Papa hin? Hier nehmen wir auch ein paar mit, ne? Kann mich nur nicht entscheiden. Guck mal, das ist McQueen. Den möchtest du? Ja, dann nehmen wir eins. Ich glaube, ich nehme hier die zwei mit. Finde ich toll. Nehmen wir auch mit. Den willst du? So, dann geht's hier weiter mit. Was ist das? Achso, so Düfte, ne? Und Kerzen. Der Goofy, ist das Goofy? Ist aber süß. Das ist auch alles hier im Wochenangebot. Hiervon können wir noch zwei mitnehmen für die Lu. Hast du, genau. Ach, den hatte ich gar nicht gesehen. Auch total süß. Ach, guck mal, jetzt sehe ich gerade hier Helme. Melina braucht eins. Jetzt nicht unbedingt in schwarz, aber Melina braucht eins. Dann müssen wir mal woanders gucken. Ja, wahrscheinlich. Gibt es die auch in rot? Nee, hatte ich erst vor kurzem gekauft, aber geht immer. Hier, die sind ja auch sehr oft im Wochenangebot. Die kaufen wir auch hauptsächlich hier. Ach, guck mal, ist ja schön für Melina. Mit Einhörner. 10,95 €, mir günstig. Das ist ein Bettlaken, Giano. Socken, Rasierer sind die, die ich immer kaufe. Nehme ich mit. Ja. Dann hier, die haben wir auch schon mal hier gekauft. Ne? Ja, das ist okay, die sind super für den Preis. Die Original sind so viel teurer. Guck mal hier. Für 2,49 €. Mega günstig ab 3 Jahre. Wäre was für die Lu, weil die sieht ja immer die bei den Großen und möchte dann auch immer gerne. Ne? Komm, dann, wir gucken dann noch nach Bastelzeug. Adventskalender? Ernsthaft? Adventskalender? Ernsthaft? Für den Schockstarre. Gucken, was da drin ist. Malsachen. Heftig. Heftig, heftig. Ja, Merry Christmas. Alles klar. Alles klar. Die Mama, die ist total verpeilt. Wir haben schon Weihnachten. Hatten wir schon den Herbst. Aber das ist schön. Das ist schön. Wie süß.
So, wir wollten aber jetzt hier lang. Kommt ja noch. Schnellhefter? Nee, haben sie hier nicht. Und so haben die ja so ein bisschen. Aber das sind ja nicht Hefte, ne? Und ja. Hier so Mappen, so komische. Ja, genau. Hier so Dokumenten. Bastelzeug war da jetzt auch nichts Besonderes, nee. Ach, hier die Tischdecken, Carlitos. Guck mal. Also ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan davon, alles mitzunehmen. Es sind nur zwei und das ist jetzt seit Wochen ausverkauft. Deswegen nehmen wir beide mit. Also mega cool, freue ich mich jetzt. Ich suche nach weißen Tassen. Da möchte ich mit Fimo was drauf machen. Allerdings kann ich mich nicht entscheiden. Rund? Oder doch lieber so ein bisschen eckig fürs Fimo? Ich glaube, da ist doch das hier praktisch. Muss ich mal überlegen fürs nächste Mal. 99 Cent. Die anderen auch oder so. So ähnlich. Wollt ihr mir solche weißen Tassen kaufen? Mit Fimo was machen, weißt du? Okay. Für den Tierschutz. Hier brauchen wir da nichts. Hier brauchen wir nichts. Nee, Deko. Nee, hier brauchen wir nicht. Boah, guck mal hier, schon alles Weihnachtssachen. Lecco mio. Guck mal, jetzt sogar schon gebaut. Ja, willst du nicht kaufen? Nee. Gianito. Krass. Das fühlt sich gerade so unecht an, als wenn ich im falschen Film bin. Nee, das ist mir doch zu früh. So nach Halloween-Zeit kann man es machen. Aber jetzt? Nee. Ja, Schatz. Das ist auch cool. Da fängt er hier vorne mit dem ersten Rad. Und dann geht er jeden Tag, fährt er eins weiter. Das ist wie ein Adventskalender. Und wenn er dann hier angekommen ist, dann ist Heiligabend. Cool, oder? Habe ich so auch noch nie gesehen. Ach so, ja, soll glaube ich 24 sein. Dann komm, gar nicht so teuer, ne? Finde ich günstig. 2,79, weiß schon gar nicht, was ich sage. Nicht günstig, nicht teuer. Komm, Gianito! Ja? Gerade hier, was sie so haben. Ach nee, kommt noch mehr Weihnachtszeug. Die sind lecker. Also ob jetzt nur die Form oder eine andere, aber die sind super lecker. Was denn? Eine Liege? Ich komme gleich. Nein, bitte nicht. Und mach bitte nach vorne. Ja. Was möchte ich? Die haben hier umgeändert. Ich erkenne gar nichts mehr wieder. Wieso ist das für Sport? Sag, lass mal los. Boah, der ist aber schwer. Ja, ist das für Sport? Das ist nicht für Sport, das ist für die Tür. Ach, so ein Türstopper. Cool. Ja, Carly, ist perfekt für dich zum Chillen. Wenn es nicht der Einhorn ist, dann ist es jetzt die Hängematte. Nee, sieht gut aus. So. Dann laufen wir mal hier entlang. Koffer. Hier sind Sportsachen. Wollen wir mal gucken, was die hier so haben. Die wollte ich haben. Allerdings ein bisschen größer. Aber gut, nehmen wir dann die mit. Die zeigt dir an, ob zu heiß ist das Essen, weil es alles so gibt, ne? Carlos findet den gut hier, aber das ist nichts für mich, ne? So ein Staubwedel wegen dem Asthma. Ja, 89 Cent. Hier, fürs Auto. Brauchst du nicht so ein neues? Mama, guck mal, wie es innen drin aussieht. Und hier, ach nee, die sind gar nicht im Angebot.
Carlos benutzt die hier super gern. Wie denn? Das ist für Boden, ne? Die sind so länglich. Ah, okay. Macht sich kaputt, ne? Okay. Düfte. Wischmops. Ja, dann komm. Hier gucke ich immer gerne, was hier so gibt. Zeig mal. So lernlich, spielerisches Lernen. Ab 3. Was ist das? Ein Spiel. Ah, die Apfel. Guck mal hier. Eis. Igel. Kuh. Mama. Mama. Ja. Der hat dich gebissen, guck. Der hat dich gebissen. Der Dario, ich glaube, der Dario mag Dinos. Guck mal, der ist cool. Der ist gar nicht so hart. Für 9 Euro, so ein riesiger Dino. Ich wollte nämlich Dario sein Zimmer so ein bisschen mit Dinos machen. Der ist süß. Du möchtest den? Du hast genug Dinos auch. Nüsse. Wir hatten ja wirklich schon alle durch. Hier, die hatten wir auch. Waren die nicht lecker? Für Carlitos. Guck mal. Den haben wir übrigens. Haben wir hier Leckeres. Ach, guck mal, es ist ja auch toll. Wenn die Kinder kommen, ne, Gianno? Wie viele sind das denn? 1, 2, 6. Finde ich cool. Ich glaube, die nehme ich. Ich brauche aber 3 Packungen. Ja. So, wir sind im Auto. Und fahren jetzt kurz zum Müller. Dann Melina abholen und dann nach Hause. Wir sind zu Hause, waren noch die Schnellhefter besorgen. Kannst du direkt umändern, ne? Weil deiner ist ja kaputt gegangen. Post einfach vor der Tür. 2 Riesenpakete. Also... Fand ich gar nicht lustig. Carlitos sagt, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Tja, Carlitos, hab ich auch bestellt, nicht du. Ich weiß, was da drin ist. Ja. Was denn? Gucken wir nachher, ja? In Ruhe. Achso, was ich noch gesagt haben wollte. Ich sagte ja vorhin, ne? Ich möchte... Was wollte ich kaufen? Moment, Gianno. So ein Spüldingen und also ne, für die Babyflaschen und Reinigungsmittel, neue Reinigungsmittel kaufen. Leute, ich bin da irgendwie dran vorbeigelaufen. Ich habe da die Regale nicht mal gefilmt. Irgendwie, keine Ahnung. Da wollte ich das kaufen und zack, ich habe es vergessen. Meine Freundin, sie meinte nämlich, das muss ich unbedingt testen. Das riecht so sehr süß und ich habe mir gemerkt, eins hieß Baby irgendwas und das andere, ja, das fand sie aber nicht so gut, da wollte ich trotzdem gerne mal getestet haben. Das andere war mit einem Kussmund und da waren noch ganz viele andere, ne? Aber irgendwie, also Leute, ich muss die Tage nochmal zu Action ganz kurz. Ich glaube, kurz überlegen, übermorgen oder danach, ich muss mal gucken, auf jeden Fall bin ich da sowieso jetzt demnächst in der Nähe. Dann flitze ich nämlich kurz rein und hole mir noch die Sachen. Hier, mein Schatz. Ist nicht schlimm. Das habe ich gedreht. Das ist hier auf der anderen Rückseite. Nein, das ist auch hier drauf. Nur auf der Rückseite. So. Muss noch die ganzen Sachen reinräumen. Wir haben ordentlich gekauft. Ein paar Bastelsachen hätten wir noch gerne. Ich glaube, da muss man noch mal in Ruhe. Da müssen wir nämlich noch ganz genau gucken, was wir jetzt brauchen. Weil jetzt... vor allem im Winter, ne? Herbst, Winterzeit, da basteln wir unfassbar viel. Da muss man die Kinder hier drin ja, beschäftigen, ne? Spaßen. Allerdings, hallo,
wir haben noch keinen Herbst, wir haben noch keinen Winter, aber irgendwie bei Action, als ich die ganzen Weihnachtssachen vorhin gesehen habe, war ich wirklich irgendwie in Schockstarre, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich da sage. Ne? Ich war echt am Stottern und ich dachte, aber ich sehe nicht richtig. Also für mich war das, also Halloween, ja, ist okay, ne? Ist ja jetzt Ende nächsten Monats, okay, noch 8 Wochen hin, aber ja, kann man machen. Aber Weihnachten! Weihnachten! Nee. So, bei uns gibt es gleich zu essen, Abendessen, mal gucken, was wir machen. Heute war das Video hier beendet. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns morgen um 10 Uhr. Tschüss, bis morgen!